Okay, kommt ein bisschen näher zusammen. Wir machen ein Fangspiel. Es geht darum, dass einer versucht, alle anderen in möglichst kurzer Zeit abzuschlagen. Wer abgeschlagen ist, setzt sich hin, bleibt also als Hindernis im Feld sitzen. Der Fänger wird folgendermaßen bestimmt. Wir gehen alle gemeinsam los. Ich werde das gleich begleiten mit geschlossenen Augen. Einen bestimme ich als Fänger, der geht auch mit geschlossenen Augen weiter, bis ich losrufe. Und dann öffnet ihr alle die Augen, orientiert euch ganz schnell und es geht los. Verstanden? Okay, gut. Kommt noch ein bisschen näher zusammen, schließt die Augen, dreht euch jetzt rechts herum und links herum und geht langsam los. Fänger. Los! Das Besondere an diesem Fangspiel ist, dass es kein eindeutiges Startsignal gibt. Die Spieler müssen gezielt beobachten und reagieren. Okay, wunderbar. Und gleich die Revanche. Kommt wieder schnell zusammen. Schließt die Augen, dreht euch rechts herum, links herum und geht los. Los! Dieses Fangspiel schult besonders schnelle Richtungsänderungen. Okay, danke schön. Deins, schnelle Sidesteps. Schnelle Sidesteps dorthin, rückwärts laufen, vorwärts laufen. Und stopp. Kurze Laufrichtungsänderungen auf optisches Signal verlangen eine schnelle Reaktion. Achten Sie darauf, dass bei den Stopps eine aktive Gleichgewichtsposition in der Ballendruckstellung eingenommen wird. Okay, gut. Präzise. Gut. Fertig. Los. Dieser sicher sehr motivierende Verfolgungssprint ist zu Ende, wenn der erste Spieler einen Mitspieler abschlägt. Die Körperfront zeigt beim Laufen immer in dieselbe Richtung. So müssen sich Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtslauf abwechseln. Ja gut, okay, wunderbar. Fertig, los. Als Variation erfolgen zusätzliche Richtungsänderungen auf Handzeichen des Trainers. Fertig, los. Aus vier Zweiergruppen laufen die Spieler von ihrer Ausgangsposition abwechselnd jedes andere Hütchen an. Gefordert werden eine gute Wahrnehmung und Reaktion auf Gegner im Rechteck, da sich die Laufwege kreuzen. Hier werden vier Handzeichen festgelegt, von denen die Spieler jeweils eines anzeigen. Dadurch entscheidet sich, wer Fänger und wer der Gejagte ist. Bei diesem Spiel werden Auswahlreaktionen geschult. Ein Spieler läuft zur Mitte und deckt eine Karte auf, die entsprechend ihrer Farbe an der jeweiligen Außenposition abgelegt werden muss. Der Rückweg erfolgt immer über die Mitte. Ah, wieder zurück, genau. Okay, stopp.